Oh, muss ich wieder entscheiden. Dann mach ich so. Hat man das also gehört, ja? Sehr gut sogar. Ein bisschen. Oh, Elfen habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Oh, Blotscher. Was können denn die? Die können blotschen. Und haben AG4. Ja, im Blood Bowl 3 wird Claw mit Mighty Blow nicht mehr kombinierbar sein. Ja, das macht Sinn. Naja, das bedeutet, dass nicht mehr alle als Waldelfen gegen sie spielen. Es wird allein schon interessant, wenn Agi nicht mehr für passen gilt. Oh, und du kannst scheinbar Claw nicht mehr nutzen, wenn du blitzt. Okay, komisch. Ja, die größte Änderung wird sein, dass AG nicht mehr mit Passen funktioniert. Dass es eine eigene Passstatistik gibt. Attribut. Ja gut, aber da kommt halt drauf an, wie die Verteilung ist, ne? Ja, aber so kann auch ein AG4 Beastman genauso gut passen wie AG4 11. Ach so, ja. Ich dachte, bei Elfen soll das auch getrennt werden. Ja, aber ich denke mal, die Elfen werden beides so 4 kriegen. Ah, okay. Oder es wird mehr aufgeteilt auf die Positionsspieler. Dass die Passer einen besseren Wert kriegen als die Linemen. Na gut, dann schauen wir mal. Muss nicht. Einfach vernichten. Ja, wir spielen ja heute ohne Ball. Wie bitte? Was? Und Schutti so, was? Ja, spiel ich Camry oder was? Was haben die alle? Das ist nur Agility 2, nicht mehr? Nein, das ist Camry. Wieso macht man sowas? Es ist Camry. Weil sie 4 oder 5 Stärke 5er haben, direkt im Startteam. Ja klar, aber... Ja gut, mit der Agility 2 kannst du auch Baulauf nehmen. Auf die 5, ja. Ja, aber wieder rüber. Was? Hast du nicht welche mit Schuhfut? Ich hab keinen Catcher bisher. Ah, okay, ja dann. Wie willst du Punkte machen? Hä? Punkte? Punkte? Was? Ein Thrower war zu teuer. Ich verstehe das Problem, ja. Möge Nuffel dich keine Bälle aufnehmen lassen. Ja, also erfahrungsgemäß machen meine AG2 das besser als meine AG4er. Also ich habe ja mit den Kostzwergen muss ich auch immer auf die 2. Das ist eine 50% Chance, oder? Das ist doch auf eine 4. 4 plus. Ja. Und die Bullzentauren haben das gar nicht so übel gemacht. Wie gesagt, meine AG2er machen es normalerweise besser als meine AG4er. Hier ist immer eine 50-50 Chance. Ich mag diese Agility-Teams überhaupt nicht. Ich muss mich immer wieder so ein bisschen aus der Komfortzone rausholen, um irgendwie Elfen zu spielen. Okay. Aber ich irgendwie, ja. Krass, den Zauber kann ich oder nicht? Dark Pact kostet 1 für den Magier und macht 15 Darkness-Schaden. 5, 6. Achso, und auch das selbst auch Schaden. Ja, okay, verstehe. Ja, verhau ihn. Macht dir Spaß, ich weiß es.
Sonst würde ich es nicht tun. Zwei Würfel reichen nicht. Nein, der muss mit drei. Ja, der hat keinen Block oder so. Natürlich hau ich dann lieber mit drei Würfeln zu. Wobei du da auch durchaus ein paar Mal mehr den 3-Block machen könntest als den 2er-Block, Judy. Bitte? Gerade eben gegen die Skaven hättest du häufiger schon mal einen 3er-Block machen können. Hättest du einfach einen weiteren dazu bestellt. Ich hatte gar nicht so oft die Chance, da irgendwie optimal aufzustellen. Zum einen sind die Zwerge einfach langsam, um wirklich gut zu manövrieren. Touché, ja. Und ich meine, am Schluss, ja, wo ich in der Überzahl war, aber solange ich in der Überzahl nicht in der Überzahl bin, muss ich irgendwie die Zwerge so verteilen, dass ich noch einigermaßen reagieren kann, wenn er wieder seine Rattenmoves macht. Ja, Rattenmoves. Ey, ich bin schwer davon ausgegangen, dass die Perfect Defense am Ende den Sieg gekostet hat. Was? Wieso? Wieso? Entschuldigung, weil du den Minotaurus nochmal rübergestellt hast. Nee, er hatte die... Also ohne hätte er so oder so das machen können. Der war, glaube ich, ein Block mehr gewesen. Ja, weiß nicht. Also ich war mir ziemlich sicher, dass der One-Turner da durchrennt. Weil ja, ich hatte auch schon... Den hätte ich auch vorher konsequent noch ein paar Mal versucht zu faulen. Also ja. Die Dinger müssen einfach weg. One-Turner sind einfach nur böse. Ja, der andere Scape, gegen den ich jetzt als nächstes spiele, der hat ja einen Natural One-Turner, das ist ja... Der hat noch Shurfeed? Sprint? Sprint, ja. Und Shurfeed, glaube ich. Yay! Ja. Gegen den hatte ich ja schon mal mein Vergnügen. Da weiß ich ja, was mich erwartet. Das geht nicht auf. Ja, ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Ich habe mir schon was gedacht beim Hinstellen. Tut so mir doch egal. Hör auf zu denken. Ja, das ist halt wieder das Bauchgefühl. Wobei ich finde das Spiel gar nicht so schlecht, um Bauchgefühl zu spielen, weil Nuffel macht eh alles wieder. Ja. Ich versuche so ein bisschen Risikomanagement zu machen und ja, der Rest ist am Bauch. Spielt. Also wenn du das alles aus Bauchgefühl machst, dann Respekt. Siehst du nur, was ich für ein tolles Bauchgefühl habe? Nee, wirklich. Habe ich jetzt keinen Block gemacht, ich Idiot? Mein Gott, ich spiele die Scheiße. Ausgezeichnetes Bauchgefühl. Du wolltest ihn blocken. Lob. Rückenfallen. Ja, jetzt wohl nicht mehr. Die Leute sind ja nicht Stärke 4, sondern Stärke 5, das ist halt... Ja, das Einzige, was dieses Team überhaupt relevant macht. Ja, Kimri halt, ne? Ja. Ich bin eine Elfe und ich dodge dich weg. Nein. Natürlich. Oh, du bist tatsächlich eine Elfe. Guck mal, jetzt noch so ein voll frech Move. Nee. Mach mal. Schlimmer, bei meinem Gegner gehe ich immer davon aus, dass es klappt. Ja, normal. Bei meinen Gegnern funktionieren ja auch meistens Sachen, die bei mir nicht klappen würden. Könntest du das einzeln machen? Ich ja, bin Elfe, lalalala. Alles gut, wozu sollte man? Tackle Zones sind völlig überwertet. Bei Elfen tatsächlich schon, ja. Oh,
ich hasse Pacifism. Au! Ja, komm, der ist sicher. Immer diese rohe Gewalt hier. Was natürlich an den Mumien cool ist, ist, dass sie, Ich habe keine Mumien. Tomb Guardians sind Mumien? Nein, Mumien sind bei einem anderen Team. Okay. Ja, aber die sind auch bandagiert, das passt schon. Mumien sind bei... ich weiß gerade gar nicht. Anyway, dass sie keine Einzelgänger sind. Achso, ja, das ist wichtig. Sie können Rerolls vernünftig nutzen. Du weißt schon, dass du in die andere Richtung spielen solltest. Ich gehe nicht davon aus, dass ich den Ball aufhebe. Achso. Ja, ich weiß auch nicht, was da gerade passiert ist. Und jetzt noch ein Pass. Okay. Ja, genau. Nein. Der kommt überall hin. Der kommt überall hin. Na, ich stehe ja schon ganz gut. Ich hole mal kurz was zu trinken. Da. Das war schnell. Das war echt schnell, ja. Ich habe mir nur was zu trinken geholt. War trotzdem schnell. Ach, immerhin. Irgendwann muss die Eins ja kommen, ne? Verdammt! Fällt einfach auf die Fresse. Kann er es wagen. Der eine Spieler, irgendwann muss die Eins kommen, der andere Spieler, verdammt! Ja. Er lebt ja noch. Blöde Elfe.
glaube, es war ein bisschen frech, was ich hier gemacht habe. Jetzt kannst du mich schön einbetonieren. Würde ich doch niemals tun. Da kann ich nicht mehr rausdutschen. Schlimm ist, sobald, solange dein Weg frei ist, könnt ihr das tatsächlich noch rausdutschen. Ah, ich muss meine Strategien. Notiz an mich selber, ich spiele keine Zwerge, ich spiele Elfen. Ja, aber du bist vom, was das Bashen angeht, gar nicht so schlechter gestellt als ich. Ja, stärketechnisch natürlich schon. Du kannst eigentlich sehr, Stärke, gut, ja. sehr gut aufstellen, dass ich nicht zu zwei Dice komme. Also, mein Vorteil ist einfach nur, die Skelette sind nicht teuer. Wenn die draufgehen sollten oder sich verletzen, ist es jetzt nicht das Ende der Welt. Deswegen kann ich die auch mal einfach so mit einer Elfe in 1:1 hinstellen. Dazu kommen dann noch Regeneration und Thick Skull, ne? Mhm. Ja, da haben sie Bewegung 5. Bewegung 5 ist jetzt auch nicht so wenig, oder? Doch. Gut. Standard ist Bewegung 6. Thank you.
Meine Güte! Schon schrecklich, wenn ich alle Elfen Dodge haben, ne? Die Mumie, also die Grave Guards, Tomb Guardians sind ganz cool, wenn die auch noch Block haben dann. Ja. Und Stand Firm. Mondbeam, ich hasse dich. Ach, Noffo, du bist eine Bitch, echt. Ja, hatte ich gerade auch. Ja, komm ran. Mein Gott, gut ist das ein Friendly und kein Ligaspiel. Ich fände Kemri auch viel zu frustrierend für ein Ligaspiel.
Frustrierend irgendwie, verstehe ich das Wort frustrierend nicht, dass da eine Perspektive... Nein, allgemein fände ich Kemri zu frustrierend für Liga. Ja, läuft doch ganz gut bei dir im Moment. Im Moment ja. Skip. Alle Elfen liegen flach. Also kennen wir doch unsere Elfen. Ja, ich habe Blöcke gespielt. Ich weiß nicht. Am Anfang hätte ich das typische Blockspiel, also nicht Block, weißt du, so, dass du nicht vorwärts kommst, sondern nur ein Zug und solche Späße. Hm? Das war blöd, aber naja, gut, okay. Zum raus, oder? Ne, okay, komm. War das jetzt mit dem Handy online? Nö, wahrscheinlich ist das Team raus und wieder rein. Ne, das schon, achso. Ich wollte eigentlich nur versuchen, das Ding groß zu machen, aber irgendwie... Ich verstehe kein Wort. Er wollte versuchen, das Bild groß zu machen, glaube ich. Ja. Und deshalb funktioniert sein Mikro jetzt nicht mehr. Ja, deswegen funktioniert mein Mikrofon jetzt nicht mehr. Okay. Vielleicht hat er auch die Zombies in den Haus gesteckt. Ja, ich wusste, dass der Kommentar jetzt kommt. So, die Dreiviertelstunde ist rum. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Zeigt mir mal kurz die K.O.-Abteilung nochmal. 3 K. Ja, das ist ja, also... Das habe ich schon schlimmer gesehen. Dito, ich weiß gar nicht, warum ich da geblitzt habe. Als ich gegen Kemri gespielt habe, hatte ich eine tote Hexe. Da hat der Apo drüber geguckt und der hat gesagt, ja, tot. Aber nicht gegen meine Kemris. Ja, stimmt. In der Liga, Season 2. Die haben mich richtig böse vermöbelt. Und dann haben sie gesagt, okay, ich habe den Tim vermöbelt, ich verlasse die Liga. Ziel erreicht. Ja, finde ich absolut akzeptable Argumentation. Und alle anderen so, ja, dann nehmen wir das 3-Spiel. Und Tim so, Das sind schon ordentlich SSP, die einem dann verloren gehen. Vor allen Dingen, wir ich glaube, der hat mit 2 Leuten in einem Spiel getötet. Mhm. Ich glaube, die eine neue Hexe. Und. Nee, hey, gar nicht. Die eine gelevelte Hexe und die andere war MNG oder so. Die AG5-Hexe hat er mir getötet. Genau. Die andere war MNG oder so, ne? Das andere war, ich glaube, 10 SSP-Spieler. Mann, wie heißt man ein Pau, du blöde Elfe, du? Das ist eine Elfe. Ja, du zwingst mich schon irgendwie zu punkten, ne? Ach, Elfen. Uff. Gerne. Wahrscheinlich klappt das dann wieder. Ja. Ja, du blöde Elfe, echt. Wie kann man so viele eine machen? Blöder Nuffel. Tut mir leid.
Nein, ich liebe dich, Nuffel. Nee, ich hasse dich. Du hast mich, aber nicht Nuffel. Nee, Nuffel. Weißt du, ich habe lange wie all die Leute, oh, Nuffel muss man verehren und bla bla bla, aber nee, Nuffel ist eine Bitch. Nuffel muss man überhaupt nicht verehren, das ist ein Arsch. Und seit ich so vorher läuft es besser. Wer sind diese alle, die Nuffel verehren? Sag mal, wieso habe ich mit der Elfe links nichts gemacht? Die ist aufgestanden, ne? Aha, okay. Die lag hier irgendwo bei der 4 am Rand. Doch, doch, das war mit Moped, habe ich irgendwann mal gesagt, scheiß Nuffel. Nein, das darfst du nicht sagen, uiuiui. Ja, ist auch so. Wieso? Nuffel ist doch scheiße. Willst du Nuffel nicht verärgern? Ja, das spielt keine Rolle. Der würfelt eh scheiße, ob ich ihn verärgere oder nicht. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch nicht an Karma. Du solltest das aber, Tim. Na toll. Hey, die Saison läuft es halbwegs. Also, ich hatte noch kein katastrophales Spiel. Ja, ist ein Fehler. Gegen die Zwerge, das lief eigentlich sogar extrem gut. Also... Der Unfall vom Ende naht. Wobei der mich schon übel gebasht hat, ne? Der Zwerg. Keine Ahnung, ich hab das Spiel nicht. Hab ich das gesehen? Doch, du hast mit mir geguckt. Ah, nee, warte, du hast das Ex-Spiel mit mir geguckt. Ja, okay, verstehe. Der hat 4 von mir verletzt und 3 K.O. geschlagen mit 15 Armor Breaks. Da gibt es schlechtere Statistiken, finde ich. Naja. Ja gut, das ist normal bei dir, oder? Eigentlich ja. ist es ein gutes Spiel für dich. Ja, war okay. Wie gesagt, wenn man 3-0 gewinnt, dann beschwert man sich eigentlich nicht mehr, oder? Eigentlich. Hey, ich meine, ich hatte 2-mal richtig Schwein gegen ihn, so richtig, richtig. Einmal ist der Feuerball runtergekommen und hat von 3 Elfen keinen einzigen zu Boden geworfen. Ja, ich mag solche Feuerbälle. Und einmal habe ich mit der Hexe nicht aufgepasst und habe dann plötzlich gegen eine Stärke 4 Zwerg gebasht und habe 2-mal Power mit Dodge gewürfelt, also hier Ja, Ausrufezeichen. Ja. Das fand ich faszinierend. Guck mal, ich habe nicht aufgepasst. Bam, klappt. Hä? Guck mal, ich passe auf. Ich habe alles genau kalkuliert. Ich muss nur eine 2 berühren. 1. So, ich wünsche euch was. Ich wünsche noch einen schönen Abend oder gute Nacht und dass du morgen pünktlich rauskommst. Oh, das wäre so schön. Ja. Wenn mein Chef heute gesagt hat, wird wahrscheinlich klar. Ja, wahrscheinlich und so, ne? Wir sind in einem Status, wo er zufrieden ist und. Ja. Na gut, gute Nacht. Nacht. Tschüss. Kannst du damit noch was anfangen? Mhm. Wow.
Dadurch, dass es nicht geschafft hat, mir den Ball abzunehmen, oder beziehungsweise den Ball auf den Boden zu werfen, irgendwie, habe ich meine Rerolls gar nicht so oft gebraucht. Weil das ist sonst der Grund, warum ich so viele Rerolls eingepackt habe. Ja, gut. Du sagst also, ich muss den Touchdown möglichst teuer machen. Nee, wieso? Weil du sonst einen Touchdown machst? Ich hätte gerne noch eine Runde gestallt. Ich habe auch gerüchteweise gehört, dass die Rerolls sich ändern sollen. Inwiefern? Dass man in einer Runde so viele Rerolls benutzen kann, wie man will. Echt? Ja, also nicht für dieselbe Aktion. Das heißt, wenn du einmal Dodge verpatzt, kannst du einen Reroll dafür benutzen. Wenn der dann, wenn du Snake Eyes hast, hast du Pech gehabt. Wenn du aber den ersten Dodge versaust, kannst du einen Reroll nutzen, für den zweiten Dodge kannst du einen Reroll nutzen und für den dritten Dodge kannst du nochmal einen Reroll nutzen. Mhm. Ja gut, ist okay. Ich meine, du verbrennst dann halt einfach deine Rerolls schneller. Ja, no. Ja. So, wer von denen kann denn eigentlich durchkommen? Nope, nope. Der und der, okay. Ja, leider nicht wahnsinnig viele. So. Gut, das wäre Nummer 1. Thank you.
gut, dann machen wir dann einen magischen Elfen-Move. War klar. Du kannst, ja, kannst leider nah genug ranlaufen. Drei, zwei, zwei. Ja, oder zwei Go-Freeds. Nee, das bleibt bei 3-2-2. Nee, ich glaube, dann wäre es weniger gewesen, aber. Nee, besser als ein Shortpass kriegst du nicht. Nee, das war. Doch, ich. Nee, das war noch kein Short. Doch, das war ein Short. Nee, Short ist doch zwei Felder Distanz. Sicher? Mhm. Ich hätte noch, ob dann hätte ich noch zwei Go-Freeds machen müssen für einen Reduktion. Ja, nee, ist okay, passt. Elfen-Move for the win. Ja. Ja, aber es ließ sich leider nicht vermeiden von meiner Seite aus. Ja, aber ich meine, war solide. 4, 3, 2, um rauszudodgen und dann noch den Wurf. Also, ja, kannst du nicht besser machen. War jetzt einfach glücklich. Ja. Okay, ich greife an. Das ist halt die Stärke von Elfen, ne? So da einfach mal durchzurennen in zwei Runden. Schon scheiße, wenn du in Angriff bist und du kannst nicht mal einen Block machen in der Mittellinie. Ja. Vor allem, dein ganzes Team steht schon wieder. Die drei K.O.s, die ich gemacht habe, sind leider nicht ausreichend. Ich hätte einfach keine Dings, keine Babes mitnehmen sollen, sondern Ripe. Such mal was Riskantes. Würde ich niemals in der Liga machen. Dafür sind wir doch hier im Open Ladder. Ja, ich meine, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, so ein Risikospiel mit den Elfen zu machen. Naja, versuchen wir es mal. Naja, Elfen sind eigentlich. Je nachdem, was für ein Risiko du machen möchtest. Aber Elfen können halt Risiko, ne? Ja, nicht beim Bashen. Achso, ja, okay, das ist wieder was anderes. Ach. War noch ein High Kick. Nicht den Werfer? Ein One-Die ist natürlich auch sehr mutig. Ja, mit dem Block finde ich das absolut vertretbar. Block gegen Nicht-Block. Ja, ich sehe, was du meinst. Weil das Einzige, was wehtut, ist ein Skull. Und wenn ein Double-Skull kommt, ja, ist halt so. Hätte mir die Möglichkeit gegeben, dann die Mumie anzugreifen und dort vielleicht eine schöne, hübsche Schneise zu bauen, aber naja.
Aber eigentlich müsste ich es ja besser wissen. Nie Risiko. Risiko in diesem Spiel wird immer bestraft. Ganz so stimmt das jetzt auch nicht. Doch, du musst das Risiko vermeiden, es sei denn, es ist absolut notwendig und es gibt keine Möglichkeit mehr. Oder das Risiko lohnt sich halt, ne? Also, was die Belohnung angeht. Na gut. Kann ich doch dahin gehen. Vielleicht habe ich die drei K.O.s wieder drin, ne? Ich gebe zu, meine Blockdrives sind gerade sehr gut. Ja, schon im ganzen Spiel. Du bist der Paumeister. Aber dafür sind die Rüstungswürfe unter der Kanone. Oder die Verletzungswürfe eher gesagt. Mit 5 K.O.s sind zwar ganz nett, aber... Hat er gesehen, die sind schon alle wieder auf dem Feld. Tatsächlich keinen großen Unterschied gemacht. Na klar, zwei Felder. Ja, du bist ja trotzdem für mich erreichbar. Mhm. Du bist ja trotzdem für mich erreichbar. Ja, im Moment.
gemacht, jetzt kannst du da eigentlich durchströmen. Hm? Jetzt kannst du da versuchen durchzuströmen. Wo? Durch meine Front. Wo? Achso, das ist alles immer nur ein Feld. Also könntest da mit einem minus 1 durchdutschen. Das ist ein Quatsch. Das war jetzt die einzige Stelle, die 50-50 war. Das ist ein Quatsch. Bist du gefolgt? Ja, okay. Fang nicht. Zu spät, aber ja. Das gehört alles zu meinem teuflischen Plan. Ja, eigentlich willst du den erfaulen. Deswegen bleibst du ein Kontakt. Ja, schieb die nach unten, dann kannst du nochmal bashen. Ah, ne. Du könntest mit dem Ballträger noch dahin gehen mit 2 GFI. So, was machen wir mit dir? Gehe ich nicht, werde ich gesurft. Gehe ich, werde ich nicht gesurft. Aber fall auf die Fresse. Okay. Ja, okay. Hat sich erledigt. So. Hat dann ein bisschen gedauert, aber ich habe wieder 3 Leute draußen.
Nein, nein, ich habe mich verklickt. Eigentlich hin. Außen lang, oder? Nee, ich wollte einen Blitz machen. Ja, scheiße. Ich war erst am Abmessen. Ja, das ist super blöd. Ein Wrestler, oder? Also wenn du den Dodge versaust, dann versaust du ihn richtig, ne? Scheiße gespielt, scheiße gewürfelt, was ist noch mehr? Ja, das ist jetzt aber das ganze Spiel schon über, dass du, wenn du die Dodge 1 hast, ganz oft die dreckige Snake Eyes dabei hast. Fang ihn doch. Oh, damit habe ich nicht gerechnet.
Da komme ich eh nicht weg, außer... Na komm. Nein, nein, das Spiel stürzt ab. Juhu! Machen wir kurz Pause, ich bin gleich wieder da. Oh. Nicht fest, was ist, seitdem ich hier meine Grafik, hier Dings abgedatet habe. Mein Treiber. Bind das alles. Ist ja ein sehr grafikintensives Spiel. Nee, ich weiß auch nicht wieso, aber tatsächlich ist Bloodborne das Spiel, das sofort reagiert, falls wenn ein neues Treiber-Update da ist. Ich habe schon dein Spiel so zum größten Teil verpasst, weil ich dann hier die dieses Radeon-Ding neu installieren musste und alles. Ja, ist halt Otti. Ja. Leicht nervig, leicht nervig. Okay, ich bin wieder drin. Ich mach die Pause. Oh, hast schon? Jetzt ist meins gecrashed. What the fuck? Mir ist noch nie Bloodborne gecrashed. Ja, das liegt daran, dass ich gejoint bin. Das ist, habe ich tatsächlich häufiger gehabt, dass wenn bei irgendjemand das Spiel crasht und der dann wieder reinkommt, dass es dann bei dem anderen crasht. Ist der Cheat, den du hier hast. Nee, du kommst jetzt auch wieder rein. Ich, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, wieso das hin und her crasht.
Wenn ich die Pause beende, dann ist sie gleich wieder da. Ne, jetzt ist gut. Jetzt bin ich raus. Ach komm. Lass uns bleiben, du hast sie gewonnen. Ne, warte. Ne, hab ich nicht. Natürlich. Hä? Also ich bin noch nicht durch das Spiel beim Touchdown, das. Ich komme diese Runde nicht dran. Bleibst du jetzt drin im Spiel, oder? Bis jetzt ja. Versuch mal. Beweg dich mal. Hab ich? Dann hat's jetzt endlich geklappt. Habe ich diese Runde einen Reroll benutzt? Ich glaube nicht. Mist, die Statistik ist weg. So. Ja, was soll ich da noch machen? Magische Elfenmoves. Die beinhalten aber nicht Bash-Moves. Ja. Können höchstens die Waldelfen. Der One-Die. Den wusste ich auch, kann ich nicht verhindern. Doch klar, Dodge in die Hose. Nee, ja, okay. Na, das reicht. Ja klar. Meine Fresse. Na gut, hoffentlich mal, du kannst den Ball nicht aufnehmen. Ja. Die Hoffnung ist gar nicht so verkehrt. Ja, bei 50% mit Reroll, also das ist schon nicht so übel. Also du bist echt der Powermeister heute Abend. Ja. Ich würde gerne so in der Liga würfeln. Aber mehr als K.O. kriegst du nicht hin. Bitte? Mehr als K.O. kriegst du nicht hin. Schrecklich. Das ist echt schrecklich. Scheiße. Was ist denn Diabetes, Meli, was auch immer? Mellitus. Das ist der Name von Diabetes eigentlich. Was ist denn der Covid-19? Ich glaube, den habe ich noch gar nicht, oder? Was? Das ist doch der wichtigste Spieler in diesem Jahr. Ja. Ich meine, Influenza ist schon ein bisschen, naja. Ich habe einfach die Statistiken genommen, die meisten Todesfälle. Influenza? Ja. Echt? Ja, was meinst du, wo die Alten sonst dran gestorben sind? Die sind teilweise...
Davor. Das ist der eine, gegen den das nicht klappt. Na, vielleicht so eine Bitch. Aber der sollte leveln. Nein. Stunt. Wenigstens einer von denen soll mal leveln. 4 plus. Nee. Ey, was? 50-50. Das ist genau das, was ich auch hab. Sollen wir doch je 2 Züge. Ich krieg das nicht mehr hin. Muss ich gar nicht erst versuchen. Doch klar kriegst du es noch hin. Nee, vergiss es. Du kannst hier Arlasandlanreitor rausdodgen. Du kannst genauso den, den Lineman mit Wrestle rausdodgen. Von der Bewegung kommt er noch hin. Na gut, in der Richtung nicht. Aber du hattest noch 2 Leute, die in Reichweite gekommen wären. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist echt mies. Ja, aber was... Nee, ganz ehrlich, du bist Elfe. Genau das tust du. Das ist die Möglichkeit, um in der letzten in Runde 16 noch einen Punkt zu machen. Du hebst den Ball auf und machst einen Pass. Ja, die Chancen sind nicht super, aber das ist die Chance, die du hast. Wenn du jetzt noch den anderen nach vorne gestellt hättest, hättest du 2 Leute gehabt, die das hätten tun können. Wieso erhöhe ich eigentlich auf dich? Also ich hätte es gemacht, deswegen. Also. Ey, jetzt soll ich dann. Lass es. Die Tortur nimmt kein Ende. Es tut mir leid. Das muss ich irgendwie wieder hinkriegen, bevor ich das nächste Spiel habe. Wäre von Vorteil. Hm? Das wäre von Vorteil. Ja. Geht mir auch tierisch auf den Keks. Das hatte ich mal im Turnier. Ich glaube, du fliegst nicht raus. Vielleicht lag es an der Pause. Keine gemacht. Dass ich abstürze, ja. Weil bei der Pause, ich habe die zweimal versucht aufzulösen, das hat nicht geklappt. Okay, das kann sein. Mein Gott, was für ein frustrierendes Spiel. Ja.
Oh, Nachflissen Arschloch. In der Tat. Bin in Runde 15. Ich mach keinen One-Turner, komm, mach Touchdown. Okay. Ich kann das nicht. Ich werde es gar nicht erst versuchen. Ja, jetzt ist natürlich blöd. Ja. Meine Scheiße. Und stehen wir drauf. Man könnte fast meinen, du hättest die Babes. Hab ich auch. Sorry, ich meine, überleg dir mal Perspektive Babes. Möchten die lieber mit den Elfen rummachen oder mit deinen Knochendingen? Es kommt auf die Babes auf. Ah. Vielleicht sind es ja so heiße Knochenbabes. Mhm. Bestimmt. Ach, das ist ja auch im Zug, ja, okay. Bitte? Nee, ist auch so gut. Das ist nur Movement 7, ne? Ne, das ist mir zu blöd mit One-Turn-Touchdowns, echt. Ich werde das nie machen. Ich bin ein Idiot, ne? Zählen soll gelernt sein. Siehst du, hier ist Short Pass mit 3. Und eigentlich, wenn ich jetzt eins näher gehe. Das ist ein Quick Pass. Ach, Quick Pass ist das? Ja, stimmt. Ja, jetzt im letzten Zug habe ich noch ein bisschen Glück. Danke, Nathan. Mit Armor Break. Naja. Ich hab nur Agility 4, ne, ist okay. Da kann man nicht so gut dodgen. Ja, was erwartest du auch? Sind noch nur Elfen. Naja. So, letzter Zug, komm, prügel. Ja, ich bin dabei. Deine Mumien sollen schneller prügeln, bitteschön. Beeilen sich. Yay, SSP. Wow, krass. Von mir aus trete ich noch auf dem rum. Nein, nein.
Macht doch, ist ja egal. Das bringt so überhaupt nichts, aber. Ja. Auf dem One-Turner wäre ich rumgetrampelt. Okay. Eine 2. Ja, jetzt ist niemand gestiegen. Dieses Team ist immer noch yay. Aber ich glaube, ich kann mir jetzt einen Thora leisten. Der darf dann Covid heißen. Ja, Covid brauchst du. Wird das Primärziel werden von allen? Ja. Und SARS-CoV-19. Diese Elfen, die sind so teuer für das, dass sie null Skills haben, das ist so krass. Ja, ist echt hart, ne? Also, ich meine, klar, die laufen mit AG4 rum, ne? Ja, hat ja super geklappt, mein AG4, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Statistik war. Ich habe auch nicht geschaut. Gut, ich habe auch scheiße gespielt, müssen wir auch sagen. Wir können nicht immer nur Nuffel die Schuld geben.